Ich habe unten im Dorf einen Garten gefunden. Nicht sehr groß, aber für meine Vögelchen reicht's. Ach. Dann sind Sie und Ihr Schwiegersohn mich endgültig los. Aber vorher trinken wir zusammen noch eine Tasse Kaffee, nicht, Herr Biele? Na, das setzt sich schon mal das Wasser auf. Was das Frau genau bei Rombach? Grüß Gott, Frau Schnolze. Schön, dass ich gleich am Apparat habe. Ich habe da nämlich ein Problem. Ja, Herr Biele, ich höre. Ja, wissen Sie, der Leonhard hat mir diesen Praktikanten aufs Auge gedrückt. Der soll bei mir wohnen. Dummerweise habe ich zugestimmt. Wieso denn dummerweise? Sie haben doch genug Platz, Herr Biele. Ja, das ist schon. Frau Stolze, ich komme doch selbst kaum zurecht. Oh, mein Gott, das bisschen Kochen und Waschen. Ja, sehen Sie, das ist es ja. Ich weiß ja nicht mal, ob der Wäsche mitbringt und mit Geschirr und so. Also mit anderen Worten, ich soll Ihnen aus der Patsche helfen. Aber von soll kann doch gar keine Rede sein, liebe Frau Stolze. Es wäre nur schön, wenn Sie ein bisschen frauliche Wärme in mein Junggesellenheim finden. Also lassen wir Ihr Junggesellenheim mal beiseite, Herr Biele. Wenn ich komme, dann nur, um für den jungen Mann einiges vorzubereiten. Aber selbstverständlich, Frau Stolze, selbstverständlich. Gut. Ich suche also zusammen, was ich so erübrigen kann und dann bringe ich es rüber. Aber das kann nicht vor Abend sein, so gegen 8 Uhr schätze ich. Danke, liebe Frau Stolze, sehr liebenswürdig. Zimmer für ihn freigemacht. Aha. Oh Gott. Was ist denn? Das geht mich zwar nichts an, aber wann hat denn dieser Herr das letzte Mal eine Putzbürste gesehen? Oh. Und was ist das? Ravioli aus der Büchse. Aus der Büchse? Essen Sie immer aus der Büchse? Fast nur. Gibt's hier irgendwo Putzmittel? Ja, Frau Stolze. Hier, bitte. Putzmittel neben der Marmelade. Und was macht die Wäsche hier im Geschirrspülbecken? Sie weicht. Sie weicht. Und ich weiche hier nicht von der Stelle, bevor nicht einigermaßen klar Schiff gemacht worden ist. Danke sehr, Frau Stolze. Wissen Sie, ein Mann so allein im Haus? Eine Frau hätte ihr schon eine dankbare Aufgabe. Ja, das glaube ich. Warum sehen Sie mich denn dabei so an? Tue ich das? Der reine Zufall, Frau Stolze. Können Sie ein Bett beziehen? Natürlich kann ich ein Bett beziehen. Das ist doch wenigstens was. Und haben Sie eine Schürze? Nein. Man sieht's. Ja, dann machen Sie mal. Und ich versuche inzwischen hier unten klar Schiff zu machen. Ja. So, jetzt muss ich aber gehen. Schon? Was denn mit meiner Jacke? Ja, es dürfte Ihnen doch kaum entgangen sein, dass da 2 Knöpfe fehlen, hm? Tatsächlich. Lassen Sie sie 8 Minuten drin. Die Uhr werden Sie doch noch lesen können, oder? Na, ist ja fabelhaft. Also dann, gutes Gelingen. Nur mal Spaghetti kochen kann der Mensch. Wer war denn dran? Na, wer wohl? Herr Bieler. Bieler? Eben hat er noch 2 Cordon Bleu vorbereitet. Mit allen Schikanen. 2 was? Cordon Bleu. Na, das nicht wahr? Du kannst ja wirklich gut kochen, aber von Herrn Bieler kannst du dir noch eine Scheibe abschneiden. Der reinste Bocuse, sag ich dir. Jetzt flippe ich aus. Ja, der Luxusdampfer, der am schnellsten über den Ozean war, der kriegt das blaue Band. Und wissen Sie auch, dass ein Schiffskoch bei einer solchen Reise ein Gericht erfunden hat, dass er das blaue Band nannte? Auf Französisch Cordon Bleu. Sie wissen doch, was Cordon Bleu ist, Herr Bieler, oder? Cordon Bleu? Da
Noch nie gehört. Was zum Essen? Nein, was zum Einreiben. Ein altes Hausmittel gegen Lügen, Schwindeln und Heucheln. Solche Sachen. Ich bitte Sie um Verzeihung für das, was ich angestellt habe. Liebe Frau Stolze, darf ich Sie zum Dank für alles, was Sie für mich getan haben, ausführen? Mal sehen. Auch bitte. Herr Bieler, Herr Bieler. Wie alt sind wir eigentlich, Herr Bieler? Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal so albern gewesen bin, so ausgelassen. Ja, als mein Mann noch lebte. Oh, wir haben viel zusammen gelacht. Damals. Ja, aber jetzt, wo man älter wird, wo man allein ist. Das muss hier nicht sein. Vinzenz. Hertha. Na und wie hat denn der Herr sich das alles nun eigentlich gedacht? Ganz einfach. Wir kaufen zwei Tickets und fliegen irgendwo hin. Aha, irgendwo hin. Wo ist das? Es gibt doch jetzt ganz billige Flüge, besonders in der Nachsaison. Seniorenreisen. Also, wie das klingt, Seniorenreisen. Ja, den Frühling unseres Lebens haben wir hinter uns. Ich würde sagen, es herbst sich schon ein bisschen. Bei dir vielleicht. Bei mir ist Hochsommer. Ja, so wie du aussiehst. Vielen Dank. Ja, aber nur mal ernsthaft, wo soll denn die Reise wirklich hingehen? Weißt du was? Spielen wir Schicksal. Mach den Prospekt zu, schließ die Augen und jetzt schlage ich dir deine Seite auf. Bitte. Wo wären wir jetzt? Im Paradies. Ah, oh, ja, das könnte dir so passen, bei den Nackten. Es gibt auch Textilstrände auf Lanzarote. Das beruhigt mich aber außerordentlich. Ich höre es ja schon rauschen. Was? Das Meer, hörst du es nicht? Was soll ich hören? Den Atlantik, wie er rauscht, ich höre es ganz deutlich. Du bist ein Spinner. In jeder Muschel kannst du das Rauschen des Meeres hören. Ja, ja, Blödsinn. Wenn du eine leere Konservenbüchse als Ohr hältst, dann rauscht es genauso. Hoffentlich bist du im Urlaub romantischer. Ich werde mir Mühe geben.